Servus Leute und was geht ab? Willkommen zurück in iRacing. Super Formula Lights. Last to first. Yes, last to first. So, wir sind P24 in Imola. Immer noch die alte Imola-Strecke leider. Gibt keinen neuen Laserscan. Ui, ui, ui. Da vorne geht's schon wieder ab. Oh mein Gott. Wieso habe ich jetzt ein 4x bekommen? Schweinerei, aber naja, so ist es halt. Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, das Safety-Rating wird auf jeden Fall runtergehen. Wir sind bei 1,0 irgendwas. Das geht immer weiter nach unten hier. Wir sind wirklich in der... Wir sind in der Safety-Rating und I-Rating-Hölle angekommen. In der letzten Zeit laufen die Rennen echt gar nicht gut. Weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, alle auf iRacing sind derzeit ein bisschen aggressiver unterwegs als sonst. Könnte mich natürlich täuschen. Boah, ich traue mich nicht, ne. Weil der überschießt. Und dann können wir auch noch direkt vorbei. Und Bruno, oh, Sebastian hinter uns, der P6-Mann. Hat einen Slowdown. Okay. Und wir sind schon wieder P18, glaube ich. Oder was sind wir? Ich check's nicht. Was sind wir denn? P19. P12! In der ersten Runde, das ist solide. Ist halt noch ein bisschen zu früh, 11 Uhr morgens an einem Montag, dass der SOF so bei 3.000 bis 4.000 liegt. Aber wir haben trotzdem ein paar schnelle Blitzer hier mit dabei. Zum Beispiel Felipe Dantes. Dantas, der streamt auch. Leider, ich glaube, Spanisch oder Portugiesisch verstehe ich leider nicht. Hat uns auch Good Luck gewünscht. Wir natürlich zurück. Uiuiui. Ui, ui. Oh, er lässt uns vorbei. Danke, Austin. Hättest du nicht machen müssen, aber trotzdem korrekt. Also bisher habe ich echt ein gutes Gefühl über die Lobby. Ich weiß nie, ob es besser ist, über den Körper hinauszufahren oder... Keine Ahnung. Schwer einzuschätzen, aber wir müssen hier nochmal ein bisschen warten. Ich hoffe, wir bekommen keinen Disconnect. Ich habe derzeit echt Probleme mit meiner Connection und dadurch kriegen wir so viel Safety Rating und Eye Rating auch noch abgezogen. Oh mein Gott. Okay. Dieses Battle kostet uns ein bisschen Zeit. Gerade P10. David Gomez und Pierre Eli geben sich hier einen ordentlichen Showdown. Kommen wir vielleicht in die nächste Kurve, Side by Side. Ist nicht die beste Überholmöglichkeit, aber wisst ihr. Vielleicht können wir ihn ja so ein bisschen verunsichern, dass er einen Fehler macht und dann können wir vorbeihuschen. Wir müssen an dieser Truppe ganz schnell vorbeikommen, weil wir verlieren einen Touch gegenüber der Top 3 vor allem. Aber auch den anderen Männern. Das ist ein Freebie. Das ist P6 Victor. P6 ein bisschen verflucht, der Sebastian vorhin auch. Jetzt haben wir einen guten Exit. Das ist ein sehr guter Run. So, damit sollten wir den Slipstream wieder bekommen. Still there. Still on the way.
Ey, wieso krieg ich wieder ein... Was? Ey, es reicht mir mit iRacing, ehrlich. Ey, ich hab die Schnauze voll. Wieso bekomme ich für das, dass ich nichts mache? Mein Safety Rating abgesogen. Leute, das ist C-Klasse confirmed. Also wir haben 1,0 irgendwas. Das ist so am Arsch, Alter. Es ist so am Arsch. Wir hatten nicht einen Off-Track bisher. Vier Runden clean gefahren. Erste Runde, gut, da muss man ein bisschen nach rechts ausweichen, ansonsten wäre der andere in uns rein. Ist halt ein Racing-Incident gewesen. Das jetzt eben. Der Mann hat gegen den Kollegen vor uns gar nicht gekämpft in die Kurve. Ist sogar früher auf die Bremse gegangen. Bei uns sticht er rein. Und dann war da wahrscheinlich Netcode oder sonst was. Oder ach, kein Plan. Ey. Ja, ich glaube, mit diesem Last to First kriegen wir unser Safety Rating einfach nicht hoch. Ui. Der Körper ist assi. Da macht man gerne einen Leclerc. Ja, wir kriegen keinen Windschatten. Oh, und er ist schlau, der Tristan vor uns. Ich krieg wieder ein 4x. Ich krieg wieder ein 4x. Ich habe keinen Bock mehr. iRacing ist wirklich das größte Drecksgame. Es ist so unverdient scheiße. Und noch ein Off-Track, ja. Es ist so unbalanced, schlecht gemacht. Und alle sagen, hör doch auf rumzuhören, spiel was anderes. Alter, Leute, man zahlt dir für einen Service. Ehrlich. Nicht ein X war gerechtfertigt, Alter. Das ist doch krank. Und ich kann es nicht mal appealen. Wir sind jetzt auf jeden Fall downgrade in C-Klasse. Ich kann nicht mal mehr Super Formula fahren. Ich wollte später noch Super Formula fahren. Ist durch, die Scheiße. Es macht einen einfach nur noch sauer, ehrlich. Man hat an diesem Spiel keinen Spaß mehr. Naja, mal gucken, was wir jetzt noch machen können. Mit Damage. Also unsere Pace ist natürlich komplett für den Arsch jetzt, aber... Hey. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal AI-Stewarding, damit man seine dummen... unfairen Netcodes und sowas einfach alle einschicken kann, weil Safety Rating sollte nicht runtergehen wegen der Scheiße. Ganz im Ernst, iRating, sei mal drauf geschissen. Das ist eh ein Konzept. Einfach nur zum Sweaten gedacht, wie so ILO. Ich hab mal Pech und mal nicht. Aber das Safety Rating System finde ich einfach nur undankbar. Und auch eklig von den Entwicklern gemacht. Weil sobald man aus Rookie draußen ist, macht es keinen Unterschied mehr. Die fahren alle gleich gestört. Da gibt es manche mit A-Level, die fahren wie die letzten Vollassis. Und dann gibt es Leute, die fahren aus in D-Klasse wie die, keine Ahnung, der cleanste Fahrer überhaupt. Ja, okay, guck mal, hier auch Ryan Bradley, auch noch so einer. Hat auch gemerkt, okay, wir sind schneller. Ich will zwar battlen, ne? Aber ab und zu, manche kämpfen zu arg für eine Position, die sie eh nicht halten werden. Oder vielleicht... Zum Beispiel der Ryan, wenn der sich jetzt halten kann, ey, der kann sich mitziehen lassen von uns. Und dadurch hat er das Battle mit Austin Cheng nicht mehr. Könnte auch sein. Also egal wie, wir werden wahrscheinlich, oh mein Gott, Leute, wenn wir in diesem Rennen zum C-Rating demoted werden. Ja, der Dantas da vorne, der macht einen guten Job, der Flavio. Flavio Dantas. Jolla auch noch als Zweitname, ey. Oh no! Nein! Mann, Alter! Fuck, Alter, ey! Ich kotze ab! Dummes Untersteuern bekommen! Oh, meine Güte, ich will meinen Kopf in die Wand hauen. Wir sind sogar schneller als P3! Mit Damage! Da haben wir aber gerade ordentlich attackiert, wow! Also hier haben wir keine Chance mehr, da ist einfach nur pures Untersteuern. Okay, ich glaube, letzte zwei Runden. Wir sind trotzdem ganz gut dabei. Wieder eine 33,9, diesmal clean. Wir halten auf jeden Fall hier mit. Ah, das ist ärgerlich, selbst mit Damage.
Ja, Mann, das ist ärgerlich, Leute. Oh, da vorne sind zwei off. Ja. Alter, Leute, no way. Es ist sogar der Typ, der uns, glaube ich, rausgerammt hat. Oder? Es ist, glaube ich, sogar er. Komm her. Ich will die Position. Wir machen jetzt hier langsam. Brauchen einen guten Kurvenausgang. Kein Unterstein, bitte. Aber wir kriegen das mit dem Auto nicht hin. Oh mein Gott, Alter, haben wir Pech. Haben wir Pech. Der hat ja so ein Schwein. Mit dem Damage, den er uns eingefahren hat. Ich glaube, das ist er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kommt wieder auf dieselbe Kurve zu. Es wird wieder dieselbe Kurve sein. Ey, und er macht schon wieder. Er zieht wieder rüber. Wenn wir jetzt ein 4x bekommen, ne? Wenn wir ein 4x bekommen, werden wir disqualifiziert. Dann bin ich definitiv raus aus der... Ich glaube, es ist eh durch. Ist das ein asozialer Scheiß? Und, ey. Ein bisschen Angst machen. Der macht da ja einen Fehler. Wir müssen ihn irgendwie dazu zwingen, Fehler zu machen. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance. So, jetzt hier. Wenn er. Jetzt letzter Run. Wir können nicht disqualifiziert werden. Ja, freu dich, Alter. Das war. Ja, doch, natürlich war es er. Was für amazing driving. Ey. Er kann nicht mal was dafür. Aber hier, da hat er uns auch auf der Dings, auf der Geraden, beim Anbremsen. Guck mal hier, oder? Oder? Wie halt? Ach, wobei ist eigentlich. Nee. Auch Racing, gut. Dafür konnte er auch nichts. Naja. Ey, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Rotz-Game, ehrlich. So, guck mal hier. Wir kommen hier irgendwie durch, ne? Der Typ ist einfach gestört. Ich hab keinen Plan, was er sich denkt. Einfach so auf die Strecke zurückzukommen. Wir müssen rüberziehen. Dadurch bekomme ich schon einen Netcode. Und hier, das war der 4X! Ey, Leute. Wirklich, nur Netcode, 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 überall fucking Netcode. Mein Ping ist nicht schlecht, der ist leicht orange, aber Alter. Nur Netcodes, permanent, boah, es nervt. Ich hör mal die Katze draußen. So Leute, ganz kurz noch, wir schauen uns an. Ich glaube, wir sind definitiv im C gelandet. Alter, hatten wir Schwein gehabt. Hatten wir Schwein gehabt. Überlegt euch mal, 14 Incidents und wir sind... Zum Glück wurden wir nicht disqualifiziert. Holy shit. Okay. Alles gut, wir haben irgendwie überlebt. Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video und der Rage gefallen. Euer Marcel, hab euch lieb. Peace.